Das Leben ist eine Baustelle. Manchmal sieht es in unserem Leben vielleicht so aus wie auf dieser Baustelle im Marienkindergarten. Manches ist unverputzt, manches muss weg, manches ist noch nicht fertig, immer ist etwas im Umbau, nie ist es fertig. So wie unser Leben. Und doch gibt es vielleicht einen kleinen Unterschied, nämlich dass, wenn so ein Bau begonnen wird, es einen Plan gibt. Ein Plan, wie es am Ende aussehen soll. Und diesen Plan, den kennen wir für unser Leben nicht so genau. Vielleicht fragen wir manchmal, ähnlich wie das Buch der Weisheit, welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen? Und wer begreift, was Gott will? So oft wir diese Frage stellen und so unsicher wir sind, ob es diesen Plan Gottes für uns gibt, wir dürfen glauben und vertrauen, dass Gott für uns einen Plan hat, weil er sich uns Menschen in Jesus Christus liebevoll zugewandt hat. Ja, wir dürfen glauben, dass Gott der Architekt unseres Lebens sein will, dass er weiß, welchen Plan unser Leben erfüllen soll. Dabei sind wir aber auch immer noch frei. Und Gottes Plan will sich in unserer Freiheit verwirklichen. Bei aller Unsicherheit, allem Zweifel ist es vielleicht manchmal schwierig, so zu leben, als wenn es diesen Plan gäbe. Und da kann uns eine Lebenseinstellung helfen, die auf Ignatius von Loyola zurückgeht und in der es heißt: Handle so, als ob alles von dir und nichts von Gott abhinge. Aber vertraue so auf Gott, als ob alles von Gott und nichts von dir abhinge.